Schlacht. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video gibt es mal wieder den Wochenreset, was alles in dieser Woche aktiv ist. Zu Beginn, Eisenbanner ist wieder da, das heißt, diese Season das letzte Mal Eisenbanner, in der nächsten Season gibt es dann natürlich wieder Eisenbanner, aber für diese Season das letzte Mal, das heißt, Eisenbanner könntet ihr in dieser Woche spielen. Dann noch ganz kurz, es gibt eine interessante Cutscene, wenn ihr euch einloggt. Das ist eine ganz kurze, aber es ist durchaus spannend. Das heißt, wenn ihr euch in Destiny einloggt, gibt es da noch eine kleine Überraschung. Das möchte ich euch nicht vorwegnehmen. Gut, als nächstes gucken wir uns die Dämmerung und PvP im Allgemeinen an. Bei der Dämmerung haben wir Folgendes aktiv. Und zwar Baum der Wahrscheinlichkeit, der Waffenhändler und die Scharlachfestung. In den dreien könntet ihr dann die dämmerungsspezifischen Items holen. Bei der Feuerprobe haben wir hier, jetzt muss ich selber kurz gucken, Terminus der Einsicht aktiv und das Ganze auf Großmeister mit Pestilenz, unaufhaltsame Champions, Barriere-Champions, Knappheit, Champions-Mob, Ausrüstung gesperrt, Passgenau und Kargens List. Das heißt auch hier, wenn ihr das machen möchtet, das wäre alles aktiv. Im Schmelztiegel haben wir Konflikt diese Woche und Showdown, das heißt die zwei wären für diese Woche aktiv. Wie immer dann Rumble, Kontrolle, Eliminierung und Überleben natürlich und eben wie angekündigt schon Eisenbanner. Flashpoint muss ich gerade selber ganz kurz gucken, wo der ist. Sieht aus wie auf dem Mars, ganz genau. Auf dem Mars haben wir den Flashpoint, das heißt hier könnt ihr diese Woche den Flashpoint abschließen. Albträume haben wir folgende aktiv. Und zwar Albtraumjagd Zorn, Albtraumjagd Isolation und Albtraumjagd Knechtschaft. Wenn ihr eins von den drei noch braucht oder mehrere, die wären in dieser Woche aktiv. In dem Raid haben wir von 0 auf 100 als Challenge. Wenn ich weiß, wie das geht, in der Infokarte ist das Ganze verknüpft. Da könnt ihr nachgucken, wie das funktioniert. Gut, bei der Aszendenten Challenge beziehungsweise in der träumenden Stadt, haben wir in dieser Woche die Woche 5 aktiv. In der Infokarte ist ein Video eingeblendet, wie ihr da hinkommt, wie das Ganze funktioniert, Schritt für Schritt, ein kleiner Guide dazu. Als nächstes hätten wir das Eskalationsprotokoll. Das Eskalationsprotokoll hat diese Woche diesen Boss hier und der gibt euch die Möglichkeit, dass ihr jede Waffe droppen kann. Das heißt, hier kann das Scharfschützengewehr, Schrotflinte oder auch die Maschinenpistole droppen. Wenn ihr also Bock habt, den zu töten, diese drei Waffen sind im Pool drin. Bei diesem werten Herrn hier. Dann hätten wir natürlich noch die Abrechnung Gambit. Auf Stufe 2 und 3 ist in dieser Woche die Notration natürlich nicht zu holen, weil sie ja letzte Woche zu holen war. Ist ja ein 2-Wochen-Zyklus. Einmal ist Oryx da und man kann sie holen und einmal nicht. Diese Woche gibt es die Notration also nicht. Dann schauen wir uns das Everversum noch an und dann hätten wir eigentlich auch schon die wichtigsten Sachen durch. Nun gut, wir haben hier die üblichen Sachen drin. Rambok als Sparrow scheint in letzter Zeit immer ein bisschen metallisch zu sein für die Sparrows. Keine Ahnung, was da los ist. Die Gisten. Das hier wäre die Geste, die diese Woche drin ist. Könnt ihr holen, wenn ihr das möchtet. Ja, ich glaube, der Rest hier ist für Silber. Wir haben hier ein relativ schönes Ornament. Aber eben, Silber, ihr kennt meine Haltung, muss jeder selber wissen. Alle, die Geld in die Finger nehmen möchten für diese Ornamente, für diese Gesten, für diese Sachen, da will ich selber kurz drüber gucken. Da es ja Geld kostet, macht es am meisten Sinn, da selber kurz zu gucken. Gut. Ich gehe trotzdem kurz drüber, wie jede Woche, damit man einfach sieht, was drin ist. Könnt ihr auf Pause klicken, damit ihr seht eben, was da dabei ist. Gut, dann haben wir hier diese Geste. Über den gleichen Sparrow nochmal. Diesen Geist, muss ich sagen, sieht ziemlich cool aus. Ein bisschen massig, aber ansonsten nice verziert. Dann diesen Geist hier. Der hat tatsächlich auch was. Und die Geister sehen gar nicht mal so schlecht aus. Dann haben wir dieses Waffenornament. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, für welche Waffe. Für die Telesto natürlich. Falls ihr dieses Waffenornament holen möchtet. Für den Warlock die Handschuhe Titan. Und auch die Jäger haben natürlich auch hier was. Da müsst ihr aber selber kurz gucken. Sollten dann aber in der Regel auch Handschuhe sein. Projektion. Und ja, hier unten. Ich glaube, das Spannende. Ich kann die Shader noch ganz kurz anklicken, dann habe ich sicher alles durch.
Das wäre eine schöne Projektion. Und das wäre noch ein Ball, den man oben drauf kleben kann. Wunderbar. Gut. Das wäre es für diese Woche gewesen. Zum Schluss noch ganz kurz Werbung in eigener Sache. Ich habe ein Apex-Video veröffentlicht zu Revenant für alle Apex-Spieler unter euch, die da ein paar Guides haben möchten. In den nächsten Tagen werden Guides zu Revenant, zu Krypto, zu all den anderen Chars von Apex kommen. Da bin ich momentan dran. Das heißt, wenn ihr da Bock habt, einfach die Videos mal angucken. Das wäre eben kleine Werbung in eigener Sache an dieser Stelle. Gut, das ist es eigentlich auch schon gewesen von dem Video Weekly Reset. Lasst gerne ein Like da, um mich und das Video zu unterstützen. Schreibt auch sehr gerne in die Kommentare, ob ihr zufrieden seid mit dem Weekly Reset. Oh, jetzt habe ich mich versprochen, ihr wisst, was ich meine. Und ich möchte mich noch ganz herzlich bedanken bei euch allen. Es ist nämlich so, dass ihr mega fleißig beim letzten Mal kommentiert habt. Ich habe gefragt, braucht es das überhaupt noch? Und so viele Leute haben geschrieben, ja, sehr gerne. Ist sehr hilfreich, jede Woche das zu haben. Ein großes Dankeschön für das Feedback. Ich habe alles durchgelesen, nicht alles beantwortet. Aber auf alle Fälle alles durchgelesen. Es war ziemlich viel. Ich weiß nicht, ob ich das nächste Mal nochmal frage. Aber auf alle Fälle Dankeschön fürs Feedback. Dann geht es nämlich weiter hier. Jede Woche gibt es am Dienstag Was ist was, was ist wo bei Destiny. Gut, das war's auch schon. Ich habe genug gelabert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch oder im nächsten Video auf YouTube. Bis dann.